Hallöchen und willkommen hier zurück zum ja, Let's Play, Let's Bla, Let's Build, was auch immer, hier auf dem Hosecraft-Server. Wie gesagt, es geht direkt weiter. Wir hatten, genau, ich hatte erstmal vor, hier die Pfeiler reinzuziehen. Also wir sind jetzt auf 1. Zwei, drei, vier, fünf. Sind 6, richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, richtig. Zack. Das war eigentlich nicht der Plan. Dich wollte ich haben. Sind 6 das? Da sind auch 6. Das wäre aber langweilig, wenn der Kran hier größer werden soll. 7, 8, 9. 10. 10. 10 klingt super. Ich mach 10. Zack. Nein. 5 Knöpfe zeitgleich drücken, kriegt der Drakeus nicht hin. Warum kriegt er das nicht hin? Weil er doof ist. So. 10. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Richtig? Richtig. Zack, zack. Passt, passt. Das passt. Zack. So, dann kommt noch mal oben drauf. Aua, wird sich zeigen. Ich glaube, es müsste ja fast denn noch mal 10. Dann wäre der 20 hoch. Dann könnte ich hier wirklich sogar ein Schiff drunter bauen, das von den Proportionen her besser passt. Dann könnte man quasi sagen, das ist wie ausgedacht der Hochseehafen. Wo unter anderem, mal gucken, ob das jetzt klappt. Also, nee, das war klar. Auch nicht schlecht. Ist ja gerade gestorben. Okay. Nö, ist er nicht. Der Sonnenaufgang. Hallo Sonne. Hallo, hallo Sonne, du mit den 5 Ecken. Also die Aussicht ist ja mal geil. Dabei sind wir noch nicht mal oben drauf. Also ganz oben. Da hinten irgendwo ist Sir Mai. Da hinten irgendwo ist das Dorf. Und da ist das Dorf, was bei mir ist. Und da hinten wohnt auch irgendjemand. Wo ich aber nicht weiß, wer das ist. Und Hose wird sich freuen, wenn er dieses Video jetzt sieht. Warum? Naja, Hose ist mit seiner Map, wenn ihr seine letzten Folgen gesehen habt, hier lang gelaufen, hier am Strand. Da ist die Kiste, die er gesehen hat. Dann lief er hier lang. Und wenn die Map in seiner Hand sich nicht automatisch aktualisiert, wovon wir jetzt mal ausgegangen sind, also meinte er zumindest, dann, ja, ist das hier alles nicht drauf. Haha. Ich will nicht runterfallen, ich will nicht fallen. Uah, klatsch. So. Das heißt, die Map ist nicht mehr aktuell ab jetzt. Zack. Düt. Düt. Du bist doch hier runtergefallen. Hier irgendwo, da bist du. Blub, blub, blub. Blub, blub. Ja, das sieht hier noch kacke aus, weil das ist, hier war die Insel zu Ende. Das ist der einzige Platz, wo das halbwegs ordentlich hinpasst. Ich will rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Na, geht doch. So. Jetzt aber irgendwie der einzige Platz, wo das halbwegs hinpasst, das Ganze. Von der Größe auch her. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Passt? Passt. Nein. Und das reicht nicht. Ich brauche neues Holz. Jep, das Ganze ist anscheinend sehr, sehr holzintensiv. Wobei ich nur den Kran jetzt aus Holz bauen werde. Das Schiff natürlich auch. Die restlichen Gebäude werden, wie gesagt, die Lager, das große Lagerhaus, was hier hinkommt, wird aus Stein, also aus Brick, diese Ziegel, diese Clay, diese Lehmziegel gemacht. Und die anderen Häuser hier versuche ich, weil auch Holz, aber wird eine Mischung aus Fichte und Birke werden, um halt so irgendwie den Fachwerkaspekt des reinzukriegen. Also das Ganze wird schon mittelalterlich irgendwie versucht hinzukriegen. Mit einer unterirdischen U-Bahn in Redstone. Natürlich, weil es gab es ja im Mittelalter. Nee, muss mal gucken. Soll ja wohl irgendwie was mit in der nächsten Minecraft-Patch oder den großen Patch soll ja irgendwie was mit den Redstone-Sachen gemacht werden. Wenn ich das jetzt richtig so zwischen Tür und Angel mitbekommen habe. Deswegen, also wir werden sehen, vielleicht kann man da irgendwas. Was ich halt geil fände, wäre ein ordentliches Mining-System. Also, dass man das Card ist halt, sag mal so, ist einerseits halt blöd, dass die Chunks nicht aktiv sind und das Mine-Card. Da geht's schon wieder los. Halt durch die deaktive Chunks nicht durchfahren kann. Also einfach stoppt und fertig ist. Ist aber auch ein bisschen blöd, weil dann kann man nicht mal sagen, ich baue mir jetzt hier einen Minecart hin, schicke das von da ins Hauptlager rein, um dann durch Enderperlenmissbrauch, ja, mit Drogen, an Drogen kann man sterben, dass man dann halt nicht so ein Lagersystem bauen kann, wie ich baue jetzt halt eine Mine und baue da alles ab und schicke das mit Minecart automatisch in mein Hauptlager und fertig ist. Geht leider ja nicht. Wäre aber cool, wenn zumindest die die mit Kohle betriebenen Minecarts, man kann ja einen Ofen reinklatschen, dann ist die ja quasi wie eine Lok, wenn die Chunks aktivieren könnten. Das wäre cool. Also wenn das Ding irgendwie, ich weiß nicht, wie gedacht ist, dass es halt einen Chunk aktiviert, dort immer lang fahren kann und dementsprechend da ankommt, wo ich hin will. Oder wo ich will, dass es hinkommt. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, das wird wieder mal eine Folge nur bla bla. Egal. Das ist halt das Problem, was ich finde, was bei Minecraft halt ist. Ihr guckt mir jetzt dabei zu, wie ich Holz verprügle. Und lest den Chat mit. Und das war's dann auch schon. Ja, ich könnte genauso gut das Ganze auch aufnehmen und vorspulen. Aber irgendwie bin ich gerade in Laune, das Ganze komplett aufzunehmen. Ihr müsst runterleiden. Ha. Müsst halt euch den Spaß jetzt hier reinziehen. Ihr sagt, also das wäre halt cool, wenn sowas mal reinkäme. Ja, dafür gibt es Mods, aber wir sind ja hier auf, ne? Das soll ja eigentlich ein Vanille-Server sein. Also eigentlich sind ja schon so Sachen wie Texture-Packs und Minimap oben in der Ecke schon gegen die Grundidee eines Vanilla-Craft-Servers. Oder Minecraft-Vanilla-Server. Aber ich brauche das. Ich brauche das Texture-Pack, ich brauche und auf jeden Fall eine Minimap. Ich verlaufe mich ja schon mit der Map, was soll das erst ohne werden? Kloppe, 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 kloppe. So. Hunger. Noch ein Köter. Hier rennen überall Hunde rum. Da ist noch einer. Ja, diese komischen Baumstämme hier, die hat derjenige welche dahin gepflanzt, der sich wohl eine Markierung gemacht hat. Oder die. Halt vom Dorf zu sich. Da hinten irgendwo. Keine Ahnung, wer da wohnt. Ich habe das Haus mal gesehen. Ich habe zwar eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Dementsprechend, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, da wohnt halt irgendwer da hinten. Ah, das war schon wieder falscher Baum. Oh, ich hasse diese Dinger.
Wenn man da einen Teil vergisst, dann bleibt so viel von der scheiß Baumkrone immer übrig. Weil Holz ist, glaube ich, 5 Felder um sich rum, bleibt grün. Zack, zack. Nix, nix, nix. Wird schon passen. Nein. So. So, und das auch noch. Und nein, das nicht. Kleiner Baum, komm her. Ja, und die anderen großen Bäume verprügel ich gleich mal offscreen. Ohne euch kann sich ja kein Mensch antun. Das kann ich mir ja nicht mehr antun, ich muss es machen. Da muss ich euch das ja nicht antun. So. Es ist halt doch... Nein! Jetzt haben wir die Axt alle, ey. Aufreg. Und ich habe kein Eisen hier. Das Einzige, was ich hier nicht habe, ist Eisen. Zack. Hallo Golem. Hallo anderer Golem. Weizen. Brauche ich mal. Gib mich mal das Weizen hier. Dann kommen wir nämlich auch gleich bei den Viechern vorbei. Dann können wir die auch gleich vermehren. Das ist. So. Lauf. Hoppala. Ja, wie gesagt, das sollte ja alles abgerissen. Das ganze Dorf. Auch Garys Schmiede, die ich erst gebraucht habe. Und der Zaun. Das wird dann halt hier das Viehviertel. Viechers halt. Kuis und da ist halt das Weizen und Kartoffeln und Schweinis. Mach mal Tür auf, zack, Tür zu. Ja, war so klar. Ja, du und 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 du willst nicht mehr und du willst auch nicht. So. Noch irgendwer unglücklich verliebt? Ach du. Ja. Pech. So. Ja, ich habe gerade keine Karotten mit für die Schweinis. Haben sie Pech gehabt. Lauf. Lauf. Hüpfe. Ja, im Haus hat sich eigentlich nichts getan. Wie gesagt, ich war ja... Seit der letzten Aufnahme im Prinzip auch nicht mehr auf dem Server. Ich habe jetzt letzten Tag, also gestern, den letzten Tag, eigentlich nur in der Mine unten abgegammelt, um etwas Eisen zu bekommen. Verdammt. Ja, dann mag ich uns verschaufeln. Ja, damit. 2 Schaufeln, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und das. Zack, zack. Schaufel, Axt, Axt, das kann da drauf. Passt. Weg mit dir. Los, du Mülleimer. So, und dann noch schnell zu fressen holen. Hab Hunger. Latschi, latschi. Dann können wir auch gleich Karöttchen holen für die Schweinchens. Zack. Wie viele Schweine sind es mittlerweile? 8? Ich glaube. Nee, muss dann halt reichen. Tück, tück. Na, ich hab wieder ein Creeper vom Dach runterfällt. Zack. Und
Zack. Hallo, Sklettis. Ich mag sie nicht. Ah. So. Schweinchen, 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 Schweinchen und komm mit. Schweinchen. Los, mach Tutschi Tutschi. Macht Babyschweine. Ich hab doch nie im Leben Babyschwein gemacht. Doch. Ich finde die Geräusche lustig. Zack. Steht der Kopf wieder rein. Los. Tada. So, jetzt können die wieder wachsen. Problematisch natürlich nur, die wachsen nicht, wenn ich da hinten baue. Weil er zu weit weg ist. Schwupp. Na, ihr Golemse. Passt ja auch schön auf das Dorf auf. Ja, wie immer in ein und derselben Ecke. Nee, nee, nee. So würde aber nichts mit euch hier. So, da irgendwo war, da war er. Bis. Zack. Zack. Saplings, ja damit. Da was hin, da was hin. Na, dich kann ich nicht gebrauchen. Ich verwechsel, ich brauch's wieder. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Immer mehr Bäume. Ja, so ein Forstbereich kommt natürlich dann auch an die Siedlung ran. Muss ich mal gucken. Dann wollte ich sowas wie ein Magierviertel machen. Also, wo im Prinzip aus Netherbricks Häuser gebaut werden. Das so alles in den Winterbereich da vorne rein, das Schneebiom. Das ist dann quasi hier überall, es ist schön warm, außer da, wo die Zauberer wohnen, da ist es kalt. Weil die halt Kälte mögen, warum auch immer. Pflanzen macht keinen Spaß, aber es muss sein, sonst kriege ich keine Rohstoffe mehr. Zick. Hey, ups. Hallo Hundi. Und komm, da noch was hin, da noch was hin, da noch hin, da noch hin. Brote essen. Karotten samt Grünzeug. Wo kommt dieser blöde Zombie her? Ja, ich höre dich. Hm. Hallo. Na du? Na du? Stirb, stirb! Da war ich hin, da war ich hin, da war ich hin, da war ich hin. Nichts mehr da. So, den prügeln wir auch noch weg. Oh, Saplings. Blub. Vielleicht funktioniert, genau. Vielleicht funktioniert das ja auch gut mit den Zombies, weil ich noch relativ dicht dran bin immer. Dass die halt nicht spawnen, die Viecher hier. So, einmal dahin, einmal dahin, einmal dahin. Zack, zweimal aufsammeln, einmal dahin, einmal dahin, einmal dahin und mal dahin. So, das war dann auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sag mal, ich mache das ganze Ding jetzt hier offscreen fertig, dann zeige ich euch da gleich.
Also für euch gleich, für mich wahrscheinlich übermorgen oder so, muss ich halt gucken. Und dann könnt ihr euch mal den großen Kran mit etwas Terraforming nochmal anschauen. Ich bin dann wahrscheinlich schon im nächsten Projekt drin, da schleife ich euch dann auch mal 2 Folgen lang mit rum. Ich glaube, so werde ich es immer machen, was so 2 Folgen lang rumgelatsche. Wir fangen was zusammen an, ich mache es dann offscreen fertig. Dann fange ich was Neues an oder plan was Neues und das machen wir dann auch wieder 2 Folgen lang und dann mache ich es auch wieder offscreen fertig. Ich glaube, das ist so am besten mit. Oder? Spinne angelockt. Hilfe, Hundis. Hundis. Hundi. Steh auf. Steh auf. Da, Fass. Fass, Bello. Rex, Bello. Töte, 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 töte. Naja. Das üben wir nochmal mit euch beiden, ne? Also, ich sag mal, bis dann zur nächsten Folge, wenn denn der Kran da fertig ist und das Terraforming und wir uns dran machen, das Lagerhaus zu bauen. Also bis dann, tschüss.